Komm schon! Yeah, Mann! Das sieht doch geil aus! Schön, geht doch! Das wäre doch geil gewesen. Mann, ey. Ich kann nicht mehr, Alter. Das ist zu viel Aufregung für mich. Ich kann nicht mehr. Alter, wirklich. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich probiere mir jetzt noch einmal diese Strecke. Oder einmal? Nee, Quatsch. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Nein. Das schaffe ich. Ich wollte es einfach mal probieren. Junge, Junge. Hör auf. Das ist doch scheiße, Mann. Leck mich, ey. Leck mich einfach, okay? Mann, ey. Ah, mittlerweile sind meine Füße sauber. Was könnte ich denn jetzt noch nehmen? Boah. Nee, sag's nicht. Sag's einfach nicht, okay? Das ist besser so. Alter, da ist ja auch eine Hand, die habe ich ja vorher nie gesehen. Oh, das wird knapp. Ich habe extra mal Gas rausgenommen. Voll die geile Mühle. Habt ihr gesehen? Und eine Hand. Und eine Hand. Und eine Hand, die sich bewegt. Push. Yeah. Alter, auf dem Hinterrad, Junge. Jetzt kommt die motherfucking Stelle. Ich hasse diese Stelle. Weil ich sie nie richtig perfekt schaffe. Siehst du? Schon wieder nicht. Ich glaube, jetzt. Nee, jetzt. Jetzt aufpassen. Genau. Ja, jetzt. Jetzt. Zieh durch. Zieh durch! Gold, Junge! Geht doch, ey. Was ist denn los mit dir? Gut. Gold. Gold. Haben wir Goldsuche bei Gold? Gold such Gold. Gold bei Goldsuche? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe doch. Ach, das war diese motherfucking Strecke, ey. Das war doch die Strecke, wie hieß die nochmal? Goldsuche, glaube ich. Ist auch voll geil, dass du überhaupt nicht siehst, wo du. Weißt du was, leck mich, du Scheißstelle. Niemand kann mir was anhaben, Junge, niemand. Alter, Junge, wie ein Profi. Wie ein Profi. Ja, ja, ja. Also die Stelle war echt geil gemeistert hier von dem Typen, der hier gerade fährt. Das ist auch übrigens scheiße gewesen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber du hast recht, das war wirklich scheiße. Hallo, kriegst du dich wieder ein? Ich hasse diese Stelle. Habe ich das schon mal gesagt? Ohne Witz. Diese Stelle. Boah, die hat mich so weiß gemacht. War das nicht letztes Mal schon? Als wir hier waren bei der Strecke. Haben mich diese Stelle nicht schon wieder tausendmal gefickt in den Arsch? Sorry, das wollte ich jetzt nicht sagen, ey. Solche Wörter sage ich normalerweise nicht. Junge. Ah! Ich hab gefurzt, nur zur Info. Nein, Spaß, das war ein Scherz. Ich furze doch nicht während der Aufnahme. Ich rauche nur während der Aufnahme. Nee, Leute, vergiss das. Wie gesagt, ich rauche nicht. Nur, falls es jetzt jemand denken würde. Ich rauche nicht. Das ist das allerletzte, was ich machen würde. Und es wäre auch das allerletzte,
was ich bei einer Aufnahme machen würde. Deswegen finde ich das immer ein bisschen... wie soll ich sagen, ohne jemanden zu beleidigen. Abartig, während der Aufnahme rauchen zu müssen. Schwach. Dass man schon so drauf sein muss, dass man während der Aufnahme rauchen muss. Naja, egal. Lassen wir das. Anderes Thema. Oh, scheiße. Ich weiß ja nicht, ob ich die jetzt hier noch schaffe. Ich habe ja keine Ahnung. Jungs und Mädels, ich habe keine Ahnung, was hier los ist gerade. Ich spiele eigentlich wie ein junger Spast. Nicht wie ein junger Gott. Naja, so spiele ich nicht. Oh Gott, habt ihr Krieg der Titanen gesehen? Ne, Zorn der Titanen. Hat jemand Zorn der Titanen gesehen, den Scheißfilm? Boah. Junge, war der schlecht. Junge! Fick dich! Scheißstein. Fick dich doch. Zorn der Titanen. Boah, war der schlecht. Das Beste war wirklich schon im Trailer zu sehen. Der Rest war echt lame. Lame, Junge. Geht doch, ey. Warum nicht gleich, warum nicht jedes Mal so über diese Stelle? Welcher Film aber richtig geil war, richtig geil so. Das war, Avengers, habe ich gesehen. Jetzt, und das... Das war scheiße schon wieder. The Avengers, sehr, sehr geiler Film. Echt geil, geil, geil. 3D, scheiße, scheiße, scheiße. Richtig billige 3D, 3D-Effekt. Genauso wie bei Zorn der Titanen, übrigens auch richtig billig. Also irgendwie 3D, ich weiß nicht, 3D könnte eigentlich voll geil sein, aber ich weiß nicht. Ich meine, wenn es nicht mal einen Avengers hinbekommt, der irgendwie, ich weiß nicht, was hat der gekostet, 220, 240 Millionen? Ich weiß nicht, also wenn es nicht mal so einen Film hinkriegt, geilen 3D, was mache ich hier eigentlich? Egal, ich laber einfach weiter. Geilen 3D-Effekt, man, zu kriegen, dann weiß ich auch nicht, ja, dann weiß ich echt auch nicht, das ist irgendwie lächerlich, aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, der beste, und jetzt kommt es, der beste, also Avengers, der beste Marvel-Film, aber der beste Comic-Verfilmung ist es meiner Meinung nach nicht. Da sind beide Batman-Filme ohne irgendwie dummes Ich rede jedem nach Gelaber, was sehr viele machen. Sind die einfach besser, weißt du? Ist einfach so. Also für mich ist es einfach. Weil, ja, wie soll man das sagen? Ich weiß gar nicht, ob euch das jetzt interessiert. Ich meine, was soll ich jetzt sagen? Oh, ich springe jetzt über den Stein, ist egal. Ich laber einfach, ist mir scheißegal, was ihr denkt. Nein, es ist mir gar nicht. Das war gescherzt. Dann mach ich eben Salto. Ach komm, leck mich doch. Mein geiles Handy zeigt mir die ganze Zeit an, dass er abgefasst wird. Egal, wo bin ich stehen geblieben? Achso. Erklärung, warum ich Batman noch besser finde. Weil Batman irgendwie noch, ich sag mal, mehr Tiefgang hat. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Das, ich meine jetzt sagen, nein, das ist nicht die Überstory. Das ist nicht so. Der Film ist richtig krass. Aber man muss ja auch mal bei den Tatsachen bleiben. Die Story an sich ist jetzt nicht so überkrass. Es ist nur überkrass dargestellt und auch geschauspielert. Jetzt nicht von Christian Bale oder sowas. Ich meine, wie will er auch die Möglichkeit nutzen, da zu schauspielern, weißt du, in einem Kostüm? Mit einer Maske. Das zeigt er, dass er übertrieben Schauspieler kann, zeigt er schon in The Fighter. The Fighter übrigens müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ich will auch The Warrior gucken. Was jetzt? Ich meine, Grundding ist glaube ich gleich. Da sind auch zwei Brüder, die kämpfen und so. Aber The Fighter mit Christian Bale und Mark Wahlberg, Leute. Ich, ohne Scheiß. Ich habe fast noch nie eine bessere schauspielerische Leistung gesehen als von Christian Bale da. Wie er den Junkie da spielt, ey. Unfassbar. Unfassbar, egal. Wie gesagt, und das fehlt ein bisschen so Avengers. Es ist richtig geiles Popcorn-Kino. Ich war sehr, sehr gut unterhalten. Auch unfassbar lustig. Richtig lustig, ey. Wer hätte das gedacht? Ja, und ich freue mich schon. Und ich denke mal, da kommt ein zweiter Teil, weil der wird erfolgreich sein, 100%.
Ist halt immer, die lasse sich immer so viel Zeit, ey. Meiner Meinung nach, wechseln wir mal die Strecke, oder hören wir jetzt auf? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Ich habe fast 45 Minuten, ja genau, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Haut rein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.